Hallo und Konnichiwa zu einem neuen Video von mir und zu dem ersten Format hier auf meinem Kanal. Bei dem Format geht es darum, dass ich euch wöchentlich Tipps gebe für Japan. Ihr kennt mich natürlich auch auf Twitter, da heiße ich @yukuhase. Bei Snapchat und Instagram heiße ich übrigens auch so, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und auf Twitter könnt ihr mir dann halt unter dem Hashtag AskYukuhase, also mit dem Hashtag AskYukuhase, Fragen stellen. Und je nachdem, ob ich die Fragen auch wirklich beantworten kann, werde ich sie dann in einem der nächsten Videos beantworten. Es können halt so Fragen sein wie zum Beispiel, was ist dein Lieblingsanime, bis hin zu, welches Hotel kannst du in Tokio empfehlen? Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Tipp. Stellt euch vor, ihr seid gerade mit dem Flugzeug in Japan angekommen und wollt vom Flughafen aus zu eurem Hotel kommen. Dafür benutzt ihr wahrscheinlich die öffentlichen Verkehrsmittel. Und ja, da sei euch gesagt, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Japan, dass da nicht laut geredet wird. Also ihr solltet darauf achten, dass ihr in den, zum Beispiel im Zug oder so, nicht laut redet oder gar rumschreit. Ihr könnt euch natürlich mit euren Freunden oder so unterhalten, aber wenn, dann im Flüsterton und wenn es halt nichts Wichtiges ist, dann am besten ganz vermeiden. Das gilt dann auch natürlich fürs Telefonieren. Es kann aber natürlich auch sein, dass zum Beispiel euer Chef anruft. Und da solltet ihr lieber dran gehen, aber dann macht es wie folgt. Hallo Chef? Ja, ich sitze gerade im Zug und ich kann dementsprechend... Ja, ich melde mich dann bei Ihnen, wenn ich dann aus dem Zug ausgestiegen bin. Ja. Sumimasen. Ja. Genau. Ihr geht dann ganz kurz ans Telefon dran. Und schildert ihm, dass ihr gerade im Zug sitzt und dementsprechend halt nicht wirklich reden könnt. Und sagt ihm einfach, dass ihr dann ihn wieder anruft, wenn ihr aus dem Zug gestiegen seid. Oder er wird euch bestimmt sagen, ja okay, dann rufe ich dich oder sie in 10 Minuten wieder an. Und ja, der wird es euch nicht übel nehmen, wenn ihr das so einfach sagt. Und was auch noch ganz wichtig ist zu beachten ist, wenn ihr Zug fährt, dann achtet darauf oder... Wenn ihr generell mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt, dass euer Telefon auf lautlos gestellt ist. Weil in Zügen oder so gibt es manchmal auch so diese Hinweise, wo halt extra steht, dass das Telefon, also dass das Handy auf lautlos gestellt werden muss. Vor allem dann bei den Bereichen für Senioren. So, das war es jetzt auch schon mit dem ersten Tipp. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, beziehungsweise euch darauf vorbereiten. Damit ihr euch halt auch ein bisschen darauf einstellen könnt. Ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ihr schon damit Erfahrungen gemacht habt, wie es bei euch so war, ob ihr schon mal in dieses Fettnäpfchen getreten seid oder nicht. Und ja, ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare Fragen stellen. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss!